Willkommen zurück zum Taste-Test. Ja, heute habe ich wieder ein Wasser. Letztens hatten wir das Fiji-Wasser und naja, in dem Bundle, wo das Fiji-Wasser eben halt mit drin war, war auch dieses schöne Ding hier mit drin. Aqua Morelli. Ja, irgendein italienisches Wasser. Ich bin ja schon vertraut mit den San Pellegrino. Das kann man ja wirklich überall kaufen, in jedem Laden. Und ist auch ziemlich teuer, das San Pellegrino. Und schmeckt wahnsinnig gut. Es ist sehr prickelnd, es ist sehr erfrischend und es ist quasi, ja, ein Wein der Wassersorten, wenn man so möchte, das San Pellegrino Wasser. Und deswegen habe ich sehr hohe Erwartungen an Aqua Morelli. Also wird es San Pellegrino toppen oder nicht? Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ist eine Glasflasche. Flaschenverschluss ist auch dann in diesem Stil gehalten. Finde ich immer sehr gut, weil ich finde eigentlich, dass Getränke aus Glasflaschen immer hochwertiger sind. Bleibt auch länger kühl. Ja? Ich habe das jetzt irgendwie schon eine halbe Stunde hier wieder draußen gehabt, aus dem Kühlschrank. Und ist immer noch arschkalt. Ja? Also Glasflaschen sterben nur allmählich aus, weil sie halt schwer sind. Ja? Wenn man jetzt irgendwie einen Einkauf nach Hause schleppen muss und hast halt Glasflaschen, dann bist du zerstört. Ja? Die zerstören dich, wenn nicht gerade so ein Bodybuilder bist. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mehr als 8 Glasflaschen mit nach Hause nehmen könnte. Nein. Gut, machen wir das Schätzchen mal auf. Prickelt schon, ich sehe ja schon. Das ist auf jeden Fall kein stilles Wasser wie das Fiji-Wasser. Jetzt bin ich aber mal gespannt hier. Aqua Morelli aus Italien. Schmeckt noch besser als San Pellegrino. Hoho, krass. Das Aqua Morelli schmeckt ähnlich wie San Pellegrino, aber noch prickelnder, noch prickelnder. Das kann ich euch richtig heftig empfehlen hier. Das ist ja wohl der Oberhammer. Also, das ist das beste nicht stille Wasser, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Das ist der Oberburner. Alter. Yo, hätte ich mich mal im Vorfeld informiert, was das... Jo, Leute, es kostet gar nicht so viel. Aqua Morelli kostet zwischen 1,50 und 1,80 eine Flasche. Ist es aber wirklich wert. Also wenn man mal ein bisschen was Hochwertigeres haben möchte am Wasser, sollte man sich das auf jeden Fall holen. Problem ist, bei vielen Shops sind die Versandkosten viel zu hoch. Weil es gibt es wirklich nur in Italien. Das muss man sich importieren lassen. Ich nehme jetzt hier direkt noch einen Schluck. Vor allen Dingen bei diesem fucking heißen Wetter, das ist irgendwie mega erfrischend, ich weiß auch nicht. Das ist der Oberhammer. Und in dieser edlen Glasflasche, ich stelle mir irgendwo hin, so geil sieht die aus. San Pellegrino einpacken. Viel, viel besser. Schmeckt auch reiner, ja? Bei San Pellegrino, es ist nicht so sanft. Das hier hingegen schon. Das ist vom Geschmack besser, sogar noch. Ist noch prickelnder und noch sanfter als San Pellegrino. Wirklich absolut empfehlenswert. 10 von 10 Punkten dieses Wasser. Für Wasserverhältnisse auf jeden Fall volle Punktzahl. Ist jetzt auch nicht zu viel Kohlensäure, dass man eben aufstoßen muss. Ist genau richtig. Die haben es genau richtig gemacht. Gar nichts dran zu bemängeln. Aqua Morelli ist perfekt. Das beste Wasser, was ich je getrunken habe. Von den Wasser mit Kohlensäure, ne? Gut. Das war der Taste-Test. Wenn ihr auch schon mal Aqua Morelli oder San Pellegrino getrunken habt, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare packen. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.